Enduro auf den Atari 2600, eins der ersten Rennspiele und einer der ganz großen Klassiker für dieses System und eins der Spiele, das auch heute noch Spaß macht. Worum geht's in Enduro? Es ist ein Rennspiel, das habe ich ja gerade schon vorweggenommen, und es geht halt darum, dass man eine bestimmte Anzahl an Kilometern absolviert beziehungsweise eine bestimmte Anzahl von Gegnern überholt innerhalb von einem Tag. Also, und das ist nämlich auch das Besondere an dem Spiel, das Spiel hat verschiedene Tageszeiten und das Spiel hat verschiedene Wetterbedingungen und damit muss man als Fahrer zurechtkommen. Man muss mal ein bisschen gucken, wann man wie schnell fährt, um nicht die Gegner hinter reinzufahren. Ihr seht schon, hier fängt es auch an zu schneien und dann fährt man nicht mehr ganz so schnell und ist ein bisschen rutschiger in den Kurven. Und wenn man die Gegner berührt, verliert man wertvolle Sekunden, indem man dann nämlich langsamer wird. Ich glaube, am ersten Tag muss man 200 Gegner überholen, am zweiten Tag 300 und dann immer weiter, immer mehr, sodass man jedes Mal schneller fahren muss. Und das Spiel, das ist auch gar nicht so einfach. Wie gesagt, großer Klassiker aus dem Jahr 1982, mal wieder von Activision. Von wem auch sonst damals. Damals gab es ja nur Activision und Atari. Naja, ganz war es nicht so, aber das waren die beiden Big Player. Und Activision war da einfach eine Nummer für sich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, starten wir rein. Welche Taste muss ich drücken? Die geben wir mal Vollgas. Und dann muss ich mal kurz ein bisschen leiser machen, mein Headset. Sonst fliegen mir ja die Ohren weg. So, jetzt gebe ich aber Gummi hier. Unten seht ihr die Zahl, wie viele Autos wir noch überholen müssen. Ich kann Gas geben, indem ich Feuer drücke und ich kann abbremsen. Und das ist, glaube ich, eine ganz nette Reisegeschwindigkeit, die wir jetzt gerade drauf haben für den ersten Tag. Und ja, ich weiß nicht, ob die Tageszeit mit der Entfernung zusammenhängt, die man fährt. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Müsste ich mal ins Handbuch gucken. Hätte ich mal wieder vorm Spiel machen können. Habe ich natürlich wieder vergessen. Aber das ist das ganze Spielsystem. Gegner ausweichen, überholen. Ich meine, schon eine ganz große Nummer, dass die Autos hier verschiedenfarbig waren. Aber auch heute macht das noch Böcke. Zumindest mal für eine Viertelstunde. Deswegen schauen wir uns auch Enduro an. Oh, auf einmal sind wir hier im Schnee. Und ich habe keine Winterreifen drauf. Ganz toll. Schneeketten habe ich auch keinen im Kofferraum. Wow. Macht doch mal Platz hier. Ihr fahrt aber auch alle wie besoffen. Spannend wird es dann nachher, auch wenn es Nacht wird. Dann sieht man nämlich gar nichts mehr. Beziehungsweise nur noch die Rücklichter von den Autos. Und da wird es dann ganz schwierig, denen auszuweichen. Ach, Gott sei Dank. Schnee ist so gar nichts für mich. Zumindest beim Autofahren. Ja, und hin und wieder muss man auch einfach mal abbremsen. Ich weiß, wer bremst, verliert. Aber manchmal muss es einfach sein. Es wird langsam Dämmerung. Die Sonne verschwindet hinten am Horizont, es wird immer dunkler. Auch das eine ganz große Besonderheit damals. Das war grafisch wow. Einfach nur wow. Uah. 120 Autos muss ich noch überholen. Naja, muss ich das wohl... Habe ich heute Nacht was zu tun? Man sieht das schon, es wird dunkel. Man sieht nur noch die Rücklichter der Fahrzeuge. Warum die Rücklichter verschiedenfarbig sind, weiß ich nicht. Aber das wollen wir jetzt mal nicht bemäkeln. Ein bisschen mehr Gas geben. Wow, hat ein bisschen was von Sat1 Superball. Schön ausweichen. Erinnert mich auch so ein bisschen an, ach, wie hieß es nochmal, auf dem C64, The Great American Cross Country Road Racing Game. Das habe ich auch mal gemacht. Auch kein schlechtes Spiel. Das hat sicherlich eine ganze Menge hier abgeguckt bei dem Spiel, bei Enduro. Und jetzt ist es stockfinstere Nacht. Und das muss ich mal sagen, das ist wirklich sehr gut simuliert. Indem man sich vorstellt, dass wir jetzt nur noch die Beleuchtung unserer Scheinwerfer sehen von der Straße und die Rücklichter der anderen Fahrzeuge. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist sehr immersiv. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Doch. So 40 Fahrzeuge noch bis zum anderen Mittag. Allzu lange haben wir nicht mehr Zeit dafür, aber das packen wir. Oh nein! Und Ziel des Spiels ist es, halt so weit zu kommen, wie nur möglich. Je schneller man fährt, desto schneller überholt man natürlich alle Fahrzeuge, das ist klar. Dieses Piepsen macht mich ein bisschen nervös. Und je schneller man alle Fahrzeuge überholt, desto mehr Kilometer legt man natürlich auch zurück. Aber gleich haben wir es gepackt, noch weit, 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 bevor der Mittag beginnt. Bevor die Sonne aufgeht und wir in der Sonne verglühen. Oh. Obwohl,
Wir sind ja keine Vampire, da macht das ja auch nichts. Jetzt ist es schon wieder helllichter Tag. Wann genau der Mittag anbricht und wann genau dann der Tag vorbei ist, das weiß ich gar nicht. Jetzt sehen wir es, wir sind jetzt bei 300 Fahrzeugen angefangen, die wir überholen müssen. Ob wir das auch schaffen? Ich weiß nicht. Bin ja nicht so der große Rennfahrer. Wow. Mal ein bisschen Gas geben. Ein bisschen abbremsen, wenn es sein muss. Ja. Also echt cool, dass die Autos so verschiedenfarbig sind. Das ist echt super. Ja, auch der Atari 2600 hatte auch einige Perlen. Ich feiere ja im Moment so das ColecoVision ab. Vollkommen zu Recht. Aber auch das Atari 2600er System war gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, man vergleicht gerne das ColecoVision mit dem Atari 2600, was nicht ganz fair ist. Der Atari 2600 erschien schon 1977 in den USA und das ColecoVision 1982. Das sind 5 Jahre Unterschied, 5 Jahre technischer Vorsprung, den dann das ColecoVision natürlich ausnutzen konnte. Zeitgleich kam das ColecoVision dann mit dem Atari 5200 raus, der bei uns ja gar nicht erschienen ist. Und naja, das Gerät ist dann ja sowieso gefloppt. Von daher, es ist eigentlich verwunderlich, dass das ColecoVision nicht erfolgreicher war. Aber naja, das ist vielleicht mal ein Thema für einen Blog oder für einen Vlog. Mal gucken, ob sich da jemand findet. Ne, Mr. Venom? Vielleicht können wir darüber mal eine Runde diskutieren. ColecoVision, Atari. Schöne Zeiten damals. Das muss man eigentlich mal wieder aufleben lassen. Auch für die jüngeren Zuschauer, die uns zuschauen. Damit die auch wissen, was wir hier für Systeme spielen. Die sehen ja nur das Spiel und denken, na, was ist denn mit dem los? Der alte Opa. Warum spielt er denn hier kein Call of Duty? Hat doch viel geilere Grafik, ey. Naja, vielleicht. Bisschen besser. Sieht auch immer im Auge des Betrachters, was man für gut hält oder was nicht. Wir wollen noch ein bisschen mehr Gas geben, haben doch noch einiges an Autos zu überholen. Oh nein. Stockfinstere Nacht und ich habe die Autos noch nicht überholt. Beziehungsweise die Hälfte gerade mal. Das geht nicht gut. Natürlich typisch, dass ich wieder am zweiten Tag versage. Obwohl, noch ist nicht vorbei. Ich gebe so schnell nicht auf. Ich bin wie Sebastian Vettel. Bam, bam, bam. Weltmeisterschaft ist erst verloren, wenn sie verloren ist. Und Dummes tut nur der, der dumm ist. Oder so. Wäre das mal? Nein. Dumm ist der, der Dummes tut. Genau. Mensch, wie konnte ich nur Forrest Gump falsch zitieren? Und die Nacht muss ich echt sagen, so gut es aussieht, so gemein ist es auch. Man sieht ja gar nichts. Deswegen sollte man vielleicht nachts auch nicht rasen. Aha. Deswegen sagen wir alle, nachts und im Regen immer schöne Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen. Wenn ich immer so, wie jetzt? Nicht mehr 90 in der 30er Zone fahren? Gib mal Gummi hier. Oh Gott, das war zu schnell. Da habe ich nicht mehr die Reaktion für. Nein! Jetzt muss ich mich aber mal schleunigst beeilen. Dieses Piepsen, das trägt nicht gerade zu meiner Beruhigung dabei zu. Die Außenränder der Straße darf man auch nicht berühren. Das ist auch nicht so gesund. Oh oh. Nein, du... Oh nein! Das war's schon? 223,9 Kilometer Meilen bin ich weit gekommen. Am zweiten Tag 58 Autos waren noch übrig. Das ist jetzt aber doof. Komm, ein paar Minuten können wir nochmal. Ich würde gerne noch eine Runde spielen. Danke. So, jetzt gebe ich mal Vollgas hier. Vielleicht wird die Zeit ja am zweiten Tag angerechnet. Obwohl, ich glaube, das bringt nichts, wenn man nur rast. Naja, komm. Hier 2-3 Minuten kann ich noch aufnehmen von dem Video, sonst wäre es wirklich zu kurz. Und dann könnt ihr einfach nochmal den Sound und die Grafik bestaunen. Enduro, der Klassiker. Muss man kennen, muss man gespielt haben. Gehört mit Sicherheit in jeder Atari 2600er Sammlung dazu. Wow. Dass wir aber auch alle auf der linken Spur rumschleichen. Das ist wie auf A40 montags morgens. Wow. Oh, 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 das war der Schnee schuld.
Oh Gott. Gut, dass es hier kein Schadensmodell gibt. Mein Auto wird schon mal aussehen wie... Weiß ich nicht. Eine alte Rostschrottlaube. Auch schön, dass es auf Schnee anderen Sound gibt. Anderen Fahrsound. Ja, so minimalistisch und spartanisch das Spiel auch aussieht, es lässt sich auch nicht mehr so gut nach rechts und links lenken. Es kann jetzt daran sein, liegen, dass mein Auto vielleicht kaputt ist, aber es kann auch am Schnee liegen. Um den Satz zu vollbringen, enden... Ne, jetzt kann ich wieder normal steuern. Spartanisch, minimalistisch, aber spielerisch macht's einfach nur Böcke. Einfach nur Böcke. Ja, nochmal Gas geben. Dann würde ich sagen, beenden wir den Tag hier. Eventuell sogar erfolgreich. Dann verabschiede ich mich von euch. Oh. Erstmal ein bisschen zu schnell. Man kann ja auch mit Weile eilen. So war ja der Spruch. Eile mit Weile. Muss nicht mal rasen. Wer langsam fährt, kommt auch ans Ziel. Und mein Freund ist ein Baum. Und ein Liter Sprit für 5 D-Mark, das muss unser Ziel sein. Naja, haben die Grünen ja bald geschafft. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Ich erschrecke mich immer, wenn die Nacht hereinbricht. Also wie im echten Leben. Oh, nee, komm, Junge. Du fährst genau auf der mittleren Spur. Das sind mir auch immer die Liebsten, die immer auf der mittleren Spur rumgurken. Entweder links... rumgurken mit Tempo 40 auf Autobahn oder mittlere Spur. Nee, wir haben Rechtsfahrgebot, Leute. Und auch wenn ganz rechts immer die LKWs fahren, auch da habt ihr euch einzuordnen. Und nicht in der Mitte. Blödsäcke, vor allem nicht, wenn ich von hinten komme. Ach komm, die fast sind nur noch 3 Autos. Hilfe. Na, bitteschön. Haben wir den Tag auch erfolgreich bestritten. Ich fahre ja mal rechts ran zum Tanken. Und zum Zigarettenholen an der Tankstelle. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war Enduro für das Atari 2600er System. Absoluter Klassiker, absolute Klassiker-System. Muss man kennen, muss man haben, muss man gespielt haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.